So, hallo meine Lieben, mein Name ist Michael Wittig und ich zeige euch heute eine Hochsteckfrisur zum Nachmachen. Zum Einlegen braucht ihr circa diese Wickelstärke. Des Weiteren brauchen wir diese Stäbchen. So. Wir kämmen die Locken nicht aus, wir schütteln sie eher ein wenig auf mit der Hand und beginnen tun wir am Hinterkopf. Ich teile ganz grob ein paar Zehen ab, nehme hier wiederum eine Haarsträhne, nehme die Nadel, tue sie in die Haarsträhne reinfügen und stecke sie am Oberkopf verkehrt rum rein. Und so arbeite ich mich um den ganzen Hinterkopf nach vorne durch. Was sicherlich von Vorteil ist, wenn ihr mit der Postichnadel die nächste Nadel trefft für die vorherige. Passés nicht zu dick abteilen. Das ist ungefähr die Stärke, die wir brauchen. Und immer wieder zu dem Punkt zurück, wo ihr angefangen habt, hier im Oberkopf. Lockerer zu machen, lassen wir einfach ein paar Haarsträhnen raus. Auch hier vorne in der Kontur können wir jetzt einen draußen dann strengen. Lockert es nochmal und kommt auf. Hier lassen wir so eine kleine Strähne hängen. Die Strähnen, die jetzt hier noch so ein bisschen länger runterhängen, können wir nochmal fixieren. Und zwar gehen wir direkt hin und stecken dieses Klemmerchen da rein. Überziehen. So.
vordere Partie lassen wir einfach ganz locker fallen. Das ist jetzt eine Hochsteckfrisur, die ohne Toupieren auskommt, einen ganz lockeren Fall hat und trotzdem hält. So, hier haben wir jetzt noch eine kleine Lücke, dann nehme ich mir Haare von hinten, hole mir die vor und stecke die an. Schluss fixiere ich am Oberkopf nochmal mit einer extra Nadel an. So, das haben wir jetzt relativ schnell und einfach umgesetzt. Also, ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.